Nintendo Hoverboard. Obwohl das fliegende Brett wie das von Marty McFly im zweiten Teil von Back to the Future aussieht, ist es noch ein langer Weg bis zu seinem Vorbild. Trotzdem kann dieses Gadget, ausgearbeitet als strengstes Geheimnis von Greg Henderson und einem Team aus 19 Personen, genauso mit dem Fahrer in der Luft schweben. Jedoch nur 7 Minuten lang, denn genau dafür reicht der Akku. Das Prinzip des Hoverboards basiert auf elektromagnetischen Feldern und ist vergleichbar mit Magnetschwebebahnen, die wir schon länger kennen. Im Gegensatz zu diesen Zügen kostet das ausgearbeitete Gadget wesentlich weniger. Die modernisierte Technologie kann auch in der Weltraumbranche und bei Hausbau angewendet werden, um das Gebäude vor Nachfolgen eines Erdbebens zu schützen. Heute verwendet man Hoverboards nur aus Aluminium- oder Kupferoberflächen. Sie sind schwer zu bedienen und machen Geräusche wie eine Polizeisirene. Die Hersteller arbeiten jedoch langsam an diesen Nachteilen. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie das funktioniert, kann man für 300 US-Dollar eine Whitebox kaufen, also ein Herstellerset, das ein kleines Modell des fliegenden Gadgets beinhaltet. Das Original ist leider erst für 10.000 US-Dollar erhältlich. The Chairless Chair. Das ist ein außergewöhnlicher Sessel, den man immer mitnehmen kann. Er wird hinten befestigt und funktioniert wie ein Außenskelett für die Beine, schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und kann zu jeder Zeit in der sitzenden Position fixiert werden. Um das Körpergewicht zu halten, verwendet der Sessel einen eingebauten Dämpfer. Man beugt also einfach die Knie bis zur gewünschten Ebene und aktiviert den Dämpfer. Der Sessel hält bis zu 200 Kilogramm Gewicht aus. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es nur ein Mustermodell. Die Hersteller behaupten, dass die Verkaufsversion 2 Kilogramm wiegen wird und mindestens 8 Stunden mit einer 9 Volt Batterie arbeiten kann. Der Preis? Leider noch unbekannt. Fly. Dieser Kopter wird als der sicherste weltweit positioniert. Sein Hauptmerkmal liegt im außergewöhnlichen Design. Er sieht im Gegensatz zu ähnlichen Modellen wie eine fliegende Sphäre oder besser gesagt wie ein Fußball aus. Das Gadget ist aus einem robusten, kugelförmigen Plastikgehäuse gebaut, das mit bruchstabilem Material umhüllt ist. Sein Gewicht beträgt 450 Gramm, seine Flügel sind im Inneren versteckt und genau das macht ihn so harmlos bei einem Aufprall. Sein Durchmesser beträgt nur 23 cm. Es hat einen Akku mit 1500 mAh, was für einen 10-minütigen Flug ausreicht. Ebenso gibt es einen GPS-Sensor und einen Höhenindikator. Der Kopter hat einen 2-Kernprozessor ARM Cortex-A9 und 512 MB RAM. Er arbeitet mit Linux und kann für einen autonomen Flug vorprogrammiert werden. Das Gerät reagiert beim Fliegen dann eigenständig, wo es sich befindet und umfliegt Hindernisse. Eingebaut ist auch eine 5-Megapixel-Kamera, die fotografiert und Videos in einer Qualität von 1080p aufzeichnet. Außerdem kann das Gerät mit Wind bis zu 2 Meter pro Sekunde kämpfen und im eingestellten Punkt einfach schweben und das mit einer Fehlerbreite bis zu 10 cm. Die Standardausführung ist für 940 US-Dollar erhältlich. Virtually T. Das T-Shirt, das auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aussieht, ist eine einzigartige Möglichkeit, den menschlichen Körper in Virtual Reality zu erkunden. Um das Kleidungsstück in ein Anatomie-Lehrbuch zu verwandeln, genügt es, eine Smartphone-Kamera mit der laufenden App Curiscope auf das T-Shirt zu richten. Schon wird das 3D-animierte Körperbaumodell sichtbar. Die App ist für Smartphones mit iOS und Android verfügbar und kann gemeinsam mit einer Virtual Reality Brille verwendet werden, damit man die Organe nicht nur sehen, sondern in jedes einzelne auch hineinschauen kann, um die Körperfunktion zu verstehen. Laut den Herstellern kann der animierte 3D-Körper sehr anschaulich sein, da das Gewebe und alle inneren Organe demonstriert werden. Dieses T-Shirt ist für 30 US-Dollar erhältlich. TJ. Dieses erschreckende Spielzeug mit Fernbedienung ist für kreative Kinder und ihre Eltern geeignet, da die Hersteller einen offenen Code zur Verfügung stellen, den man eigenständig ändern kann. Die Größe beträgt etwa 3/5 eines Menschenkopfes, das ganze Spielzeug ist aus Spanplatten hergestellt. Es ist aber auch aus Farbplastik verfügbar. Die Augen bewegen sich in 4 Richtungen, der Mund öffnet und schließt sich. Der Preis für diesen Roboter zum Spielen und Programmieren beträgt 120 US-Dollar.
Professor Einstein. Ein Roboter, der wie ein kleiner Einstein aussieht, wurde 2017 auf einer Ausstellung gezeigt und kann bereits gekauft werden. Er hebt nicht nur seine Augenbrauen, kann zwinkern und die Augenbewegung ändern, sondern auch die Lippen synchron zur Stimme bewegen und sogar seine Plastikzunge zeigen, um das berühmte Porträt dieses Wissenschaftlers nachzumachen. Außerdem kommuniziert der Roboter mit seinen Besitzern, erzählt von neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft und fördert so das Interesse daran. Das Spielzeug kann an eine Cloud angeschlossen werden. Der Roboter kann gehen, seinen Kopf bewegen, die Hände heben. Außerdem hat er mehr als 50 real aussehende Gesichtsausdrücke, die automatisch je nach Situation wechseln. Der kleine Einstein arbeitet online als auch offline. Seine Höhe beträgt 35 cm. Der Preis liegt bei 269 US-Dollar. Puzzlebox Orbit. Dieses Gadget ist ein Helikopter, das aber nicht mit einer App oder einer Fernbedienung, sondern mit der Kraft des Gedankens gesteuert wird. Er arbeitet zusammen mit dem EEG-Helm NeuroSky MindWave. Die Hauptaufgabe solcher Helme besteht darin, die Gehirnfunktion auszubauen und Trainingsmöglichkeiten dafür zu ermöglichen. Deswegen ist es das einzige Massenprojekt zur Steuerung der Technik mit der Gedankenkraft. Im Set findet man einen kleinen Helikopter, eine Garnitur und eine besondere Pyramide, die das Smartphone ersetzt und das Gerät völlig autonom macht. Der Helikopter wird mit einem normalen USB-Kabel aufgeladen, wiegt 90 Gramm und hat keine Kamera, was ihn nicht wie alle anderen Kopter aussehen lässt. Die Hauptaufgabe ist eben das Gehirntraining. Um ein komplett aufgeladenes Gerät in die Luft zu bekommen, muss ein Eigentümer lediglich die Garnitur aufsetzen und sich konzentrieren. Um zu landen, muss man sich entspannen. Das ganze Set ist für 300 US-Dollar erhältlich. Die Motion Synth. Die Besitzer dieses Gerätes können Elektromusik aufgrund einer Datenanalyse über die Raumbewegung des Gadgets kreieren. Das Gadget selbst besteht aus drei Komponenten: einem speziellen Gehäuse für das Smartphone, einer mobilen App und einem Cloud-Service. Das Gehäuse ist mit einem Armband und einer flexiblen Auflage, die den Smartphone-Bildschirm in 8 Tasten teilt, welche die Melodie mit Hilfe der App ändern, ausgestattet. Die App an sich erzeugt keine Musik, sondern analysiert nur die Daten des Bewegungssensors des Smartphones und gibt sie in Form von Signalen zur Geräuschbildung weiter. Mit dem Cloud-Service können User Einstellungen teilen und im Forum miteinander kommunizieren. Somit verwandelt sich das Smartphone in ein einzigartiges Musikinstrument, das mit der Software des PCs oder der MIDI-Tastatur kooperieren kann. Das Gadget ermöglicht es, Originaltöne zu erschaffen, indem man das iPhone einfach im Raum bewegt und Tasten am Display drückt. Dabei kann das Geräusch mit den ständig wechselnden visuellen Effekten auf dem Laptop oder PC-Bildschirm synchronisieren. Dieses Gerät ist für 78 US-Dollar zu haben. The Sound Torch. Heutzutage gibt es so viele Bluetooth-Lautsprecher, dass es fast unmöglich ist, jemanden damit zu faszinieren. Diese Lautsprecher haben es aber in sich. Die obere Gehäuseplatte erzeugt Flammenzungen. Das Feuer ändert seine Höhe je nach abgespielter Musik. Eine Akkuladung reicht für 12 Stunden und ein Liter Treibstoff genügt, um das Feuer 4 Stunden lang zu halten. Der Lautsprecher ist kompakt gebaut und kann mit einer App bedient werden, einschließlich der Höhe und Intensivität der Flamme. Das Gerät ist ebenso mit mehreren Sicherungsvorrichtungen ausgestattet. So stirbt die Flamme zum Beispiel, wenn die Verbindung zum Smartphone abbricht, wenn das Gehäuse zu heiß wird oder hinfällt. Der feurige Lautsprecher ist für 160 US-Dollar erhältlich. Pet Companion Robot. Dieser Roboter war speziell für sorgsame Hundebesitzer ausgearbeitet. Er hat alle notwendigen Funktionen, um ihren Vierbeiner zu amüsieren, solange sie nicht zu Hause sind. Das Gerät wirft Bälle in 3 Entfernungen, die je nach Wohnungsgröße regulierbar sind. Es füttert den Hund und bietet eine Video- und Sprachverbindung per Kamera an, die sich mit dem Smartphone des Besitzers verbindet. Eine spezielle App hilft dabei, die Haustiere zu beobachten, Foto- und sogar Videoaufnahmen zu machen. Der Roboter kann eigenständig gesteuert werden, seine Strecke kann aber auch im Voraus geplant werden. Das Gerät wiegt 6 Kilogramm, ist in 2 Farben erhältlich und kostet 400 US-Dollar.